Volumen, Volumen, Volumen. Feines Haar braucht Volumen. Nein, feines Haar braucht doch nicht nur Volumen, es gehört doch viel, viel mehr dazu. Und was genau das ist, das zeige ich euch in diesem Video. Herzlich willkommen! Zugegeben, es liegt natürlich nahe, dass wir bei feinem Haar erstmal auf Produkte setzen, die nach Möglichkeit schön viel Volumen erzeugen sollen. Aber oftmals erzielen genau diese Produkte nicht gerade den gewünschten Effekt. Und bei der Pflege von feinen Haaren kommt es noch auf ein paar andere Sachen an. Angefangen beim Shampoo, denn da ist gerade das Volumen-Shampoo nicht unbedingt das, was ich euch empfehlen würde. Feine Haare haben die Eigenschaft, dass sie näher an der Kopfhaut dran sind und dann schneller wieder ja, etwas fettig, strähnig aussehen als andere Haartypen. Und damit neigt man dazu, sie etwas häufiger zu waschen als nur zweimal oder dreimal die Woche. Damit das auch möglich ist, lieber ein mildes Shampoo, das die Kopfhaut nicht zu sehr beansprucht. So kann man auch mehr als ein- oder zweimal die Woche, auch wenn ich es nicht empfehle, die Haare waschen bei feinen Haaren. Und dafür sind halt milde Shampoos am besten, wie ich das Santé Extra Sensitive Shampoo. Das verbindet schonende natürliche Inhaltsstoffe mit einer doch schon sehr starken Waschwirkung. Und damit werden die Haare auch bei der ersten Haarwäsche sauber und ihr braucht keine Angst haben, dass ihr eure Kopfhaut irgendwie strapaziert. Sollte das Santé Extra Sensitive Shampoo nichts für euch sein, gibt es auch noch das Lavera Sensitive Shampoo. Das hat nicht so eine starke Reinigungswirkung, macht die Haare aber ein kleines bisschen geschmeidiger als das von Santé. Und das sind zwei ganz gute Shampoos, die ich für feines Haar empfehlen würde. Ohne dass da jetzt explizit draufsteht, für feines Haar geeignet oder Volumen-Shampoos. Mit beiden Shampoos bekommt ihr auch Rückstände von Styling-Produkten wunderbar auch bei der ersten Wäsche heraus. Außerdem eignet sich für feines Haar auch noch sehr gut festes Shampoo. Denn feste Shampoos geben so ein bisschen mehr Griffigkeit, so ein bisschen mehr Stand. Gerade wenn man feine Haare hat und die eher immer schön brav glatt runterliegen und man möchte gerne ein bisschen Stand haben, ein bisschen mehr Festigung, ein bisschen, ja, dass sie von alleine schon mitmachen, dann sind feste Shampoos da wirklich eine gute Wahl. Man darf nicht zu viel davon erwarten. Wenn ihr feine Haare habt und es noch nicht probiert habt, sie mit festen Shampoos mal zu waschen, probiert es mal aus und ich glaube, ihr werdet schon überrascht sein. Da kann ich euch auch auf jeden Fall das feste Shampoo von Isana für alle Haartypen empfehlen. Das ist kein explizites Naturkosmetik-Shampoo, hat aber dennoch sehr gute Inhaltsstoffe und ist eigentlich für alle Haartypen sehr gut geeignet. Oder aber auch das Feuchtigkeits-Shampoo, beziehungsweise es gibt glaube ich zwei, drei von Santé, die haben auch sehr gute Inhaltsstoffe und die finde ich für feine Haare auch sehr gut geeignet. Nach dem Shampoonieren kommt oftmals der Conditioner und ich würde euch an der Stelle empfehlen, Conditioner auf Cremebasis bei feinem Haar komplett wegzulassen. Das ist einfach aus dem Grund, weil Conditioner auf Cremebasis, die machen das Haar schön geschmeidig und lassen es einfach nur runterhängen. Und das wollt ihr bei feinen Haaren nicht. Da sind, habt ihr sowieso schon Probleme damit, dass die Haare das machen, was sie sollen. Da braucht ihr nicht noch andere Weichmacher. Außerdem, feine Haare verknoten eher weniger als andere Haartypen und lassen sich meistens ganz gut durchkämmen. Wenn ihr aber doch Probleme habt, dann würde ich euch einen Conditioner in Sprayform empfehlen. Und zwar hier den Utrecram Spray Conditioner mit Aloe Vera. Utrecram ist eine dänische Naturkosmetikmarke, die sehr schöne Produkte hat mit sehr guten Inhaltsstoffen, wie ich finde. Der Utrecram Spray Conditioner kommt in einer minimalistisch nordisch designten Flasche daher, ohne großen Schnickschnack, ohne große Schnörkel. Der lässt sich sehr gut im Haar verteilen, duftet sehr angenehm und durch den hohen Aloe Vera Anteil spendet er auch viel Feuchtigkeit, ohne irgendwie einen Film oder sowas auf den Haaren zu lassen. Ihr könnt ihn sowohl nach dem Haare waschen in die Haare reinsprühen, als auch mal morgens nach dem Aufstehen, wenn ihr die Haare nur durchkämmen wollt oder so zwischendurch. Wie gesagt, er hinterlässt keine Rückstände oder andere Sachen, macht die Haare auch nicht zu schwer, lässt sich gut verteilen. Einfach ein Must-Have-Produkt meiner Meinung nach. Wenn ihr feine Haare habt und trockene Spitzen habt, die so ein bisschen aufgeraut sind, was jetzt nach der kalten Jahreszeit auch sehr häufig ist, würde ich euch anstatt Haarölen oder anderen Dingen eher zu einer Art Balsam oder einer Haarmilch, wie zum Beispiel der von Alverde raten. Und der Name Haarmilch ist nicht wirklich willkürlich gewählt, denn von der Konsistenz her erinnert die Haarmilch wirklich schon so an richtige Milch und weniger an einen Leave-In-Conditioner. Das ist ein bisschen eine Gewohnheitssache, da das Produkt sehr flüssig ist. Dadurch lässt es sich aber auch sehr gut in den Haaren verteilen, ohne dass es irgendwo zu strähnige Passés habt oder so. Denn die leichte Textur der Haarmilch hinterlässt keinen Film auf den Haaren und egal wie viel ihr irgendwo dahin schmiert, es zieht sehr schnell ein und die Haare wirken nicht irgendwie fettig und strähnig und auch nicht beschwert, was bei feinen Haaren ja ganz wichtig ist. Bei Ölen oder Pflegen auf Ölbasis hat man immer so das Problem, auch wenn man sie nur leicht dosiert bei feinen Haaren, dass sie hinterher die Haare so ein bisschen ja fettig, strähnig wirken und vor allem auch beschwert runterhängen. Das passiert bei der Haarmilch alles nicht.
Daher ist sie auf jeden Fall mein Drogerie-Must-Have für feine Haare, die so ein bisschen Pflege in den Spitzen brauchen. Um bei feinen Haaren noch ein bisschen mehr herauszuholen, dass sie sich noch ein bisschen kräftiger anfühlen, würde ich euch einmal pro Monat eine Haarkur empfehlen. Und zwar keine normale Haarkur, sondern eine Haarkur auf Henna-Pflanzenhaarfarbenbasis. Wie zum Beispiel die Senna Cassia Haarkur von der Marke Cardi. Das ist eine Pflanzenfarben-Haarkur, die aber ansonsten genauso wirkt wie eine Henna-Pflanzenfarbe, nur eben, dass sie nicht färbend ist. Bedeutet, das ist ein Pulver, das mit heißem Wasser, so 70 Grad heißem Wasser, angerührt wird, zu so einer schönen, Pampe sozusagen. Dann schmiert ihr die einfach auf die Haare rauf. Ihr müsst nicht so dicht an den Ansatz herangehen, ihr wollt ja die Haare nicht färben, sondern so am besten die Längen und Spitzen schön einstreichen, das alles mal um die Haare herumlegen. Und dann nehmt ihr am besten so ein Einweghandtuch oder ein Tuch, was ihr wieder auswaschen könnt hinterher, legt das drum und lasst das mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach einwirken. Hinterher einfach nur mit normalem Wasser wieder ausspülen. Das kann ein bisschen dauern, setzt sich so ein bisschen fest, aber ihr werdet dann merken, wenn ihr diese Haarkur und Haarpflege mal gemacht habt, dass die Haare wirklich sehr schön gesund sich anfühlen, dass sie sehr aufgebaut sind und eine ganz andere Griffigkeit haben. Also ich arbeite ja bei mir im Laden sehr viel mit Pflanzenhaarfarben von verschiedenen Herstellern und alle Kunden, die regelmäßig die Haare mit Pflanzenhaarfarben gefärbt bekommen, sagen, das ist auch die beste Haarpflege und die beste Haarkur, die man eigentlich machen kann. Wenn ihr jetzt eure Haare nicht färben möchtet, sondern einfach auch nur diesen Pflegeeffekt haben wollt, dann ist die Cardi Senna Cassia Haarkur die richtige Wahl für euch. Sollte diese Art der Haarkur für euch ein bisschen zu aufwendig sein und ihr habt da keinen Bock drauf oder ihr leidet vielleicht an Heuschnupfen, dann ist das auch nicht zu empfehlen. Dann gibt es noch die Veleda Hafer Aufbaukur. Kommt in so einer schönen Tube und ihr merkt schon, wenn ihr versucht, diese aus der Tube herauszudrücken, dass die Konsistenz sehr, sehr fest ist. Also auch in den Händen ist das eine sehr, sehr feste Haarkur. Die lässt sich aber relativ gut in den Haaren, auch in den feinen Haaren verteilen. Und viel wichtiger ist, sie lässt sich auch sehr leicht wieder ausspülen. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr die dann hinterher ewig spülen müsst oder schamponieren müsst. Das geht alles ohne Probleme. Der große Effekt ist, durch den hohen Haferanteil baut sie ähnlich wie so eine Pflanzenhaarfarben-Haarkur die Haare so ein bisschen auf und die fühlen sich fester und griffiger an. Und das ist bei feinen Haaren schon eine ganze Menge. Ich würde euch auch empfehlen, diese Haarkur so einmal im Monat drauf zu machen und wirklich so eine halbe Stunde einwirken zu lassen, damit ihr wirklich alles Mögliche rausholt. Beim Styling habe ich jetzt hier schon häufig auf YouTube gesehen, dass als Grundlage für weitere Styling-Schritte Trockenshampoo bei feinen Haaren empfohlen wird. Bin ich persönlich kein Freund von, aber wenn ihr gerne Trockenshampoo bei euren feinen Haaren benutzt, würde ich euch entweder das Alverde Trockenshampoo oder das Pendant, das Alterra Trockenshampoo empfehlen. Diese haben sehr gute Inhaltsstoffe und vor allem verzichten auf Aerosole und hinterlassen keine Rückstände in den Haaren. Andere Trockenshampoos haben so ein bisschen oftmals das Problem, dass man so weiße Rückstände oder sowas in den Haaren hat, die sich dann anlagern und zu Kopfhaut und anderen Haarproblemen führen und auch die Poren und sowas verstopfen. Das machen diese beiden nicht. Sie sind in so einem Pumpspender und eher so pudermäßig. Das Alverde Trockenshampoo, da ist der Spender ein bisschen Gewöhnungssache, das lässt sich nicht so gut verteilen, aber das von Alterra, das lässt sich sehr gut verteilen. Da muss man nicht viel pumpen und man braucht auch keine Angst haben, dass man das irgendwie überdosiert. Also wenn Trockenshampoos, dann würde ich euch das von Alverde oder das von Alterra in fester Form zum Pumpen empfehlen. Aber meiner Meinung nach ist eine viel bessere Grundlage, wenn ihr die Haare stylen wollt, dass ihr im feuchten Zustand, bevor ihr die Haare trocknen lasst oder mit dem Föhn antrocknet, einen Schaumfestiger benutzt. Und da würde ich euch den Taft Volumen Wunder Schaumfestiger empfehlen. Der gibt dem Haarvolumen, festigt die Struktur so ein ganzes bisschen und das alles ohne zu verkleben und auch ohne solche Aerosole wie in normalen Schaumfestigerflaschen, das üblich ist. Denn dieser Schaumfestiger ist auch wieder zum Pumpen und von den Inhaltsstoffen, es ist ein Styling-Produkt. Da sind jetzt die Inhaltsstoffe nicht ganz so toll, aber er verklebt nicht, er spendet Volumen, gibt Festigkeit. Alles, was wir als Grundlage für das Styling bei feinen Haaren brauchen. Und für weitere Styling-Schritte würde ich euch das Got2be Powder Full Styling Volumenpuder, Stylingpuder oder wie man es auch immer heißt. Ich verstehe immer nicht, warum die Drogerieproduktnamen immer so kompliziert sein müssen. Könnt ihr nicht einfach Stylingpuder von Got2be oder sowas draufschreiben? Das ist so ein Must-Have-Stylingprodukt eigentlich für alle Haartypen und besonders für feine Haare. Da es ein Puder ist, das ihr einfach nur über die Haare rüberpudert und dann könnt ihr sie, wie ihr wollt, zurechtformen. Die Haare lassen sich, auch wenn ihr das Puder angewendet habt, noch den Tag über in eine andere Position formen, sodass es nicht wirklich eine Brettfrisur ist. Die Haare verkleben nicht, der Look ist relativ matt und es hinterlässt auch keine Rückstände oder sonstiges am Haar. Und
Mehr kann man eigentlich von dem Styling-Pool ja gar nicht erwarten. Ach ja, zusätzlich hat es noch einen sehr guten Halt. Also es hält schon einen ganzen Tag und am Abend kann man es dann einfach mit einer Naturborstenbürste ohne Probleme auskämmen. Wenn euch das aber noch nicht genug Festigkeit sein sollte, dann ich euch nochmal als Geheimtipp das Haarspray von der Marke Hair Doctor empfehlen, und zwar das mit Arganöl. Das benutze ich jetzt schon seit meiner Meisterprüfung und war doch sehr fasziniert von dem Produkt. Es hat einen sehr guten Halt, eine sehr gute Festigkeit, ohne dass es Rückstände in den Haaren hinterlässt und die Haare auch nicht zu sehr verkleben. Denn es ist mit Arganöl angereichert. Das merkt man an der Textur dieses Haarsprays, dass es sich so ein bisschen ölig anfühlt, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Und vor allem duftet es sehr angenehm. Man hat nicht das Gefühl, dass das die Haare so austrocknet wie andere Haarsprays. Und bei gleichzeitig Halt. Meiner Meinung nach ist das eigentlich so eine perfekte Mischung für Haarsprays und ich weiß nicht, warum andere Hersteller noch nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwie so eine leichte Öltextur bei den Haarsprays noch mit reinzumischen, damit da nicht zu viele Rückstände oder sowas alles im Haar bleiben. Aber das absolut beste Werkzeug, um feine Haare sowohl glatt als auch lockig zu stylen, ist meiner Erfahrung mittlerweile der Dyson Airwrap. Und damit bekommt man relativ einfach, auch wenn man keine Ahnung hat, wie man die Haare jetzt stylen soll, gute Styles hin, die auch bei feinen Haaren wirklich halten. Gleichzeitig ist der Dyson Airwrap sehr schonend zu den Haaren, da Sensoren mehrfach in der Minute messen, wie hoch die Temperatur ist und sie alleine regulieren, auch wenn ihr sie ja auf ganz heiß gestellt habt. Die verschiedenen Bürstenaufsätze sind schon so angelegt, dass der Luftstrom immer in Haarwuchsrichtung herauskommt, egal wie ihr den reinhaltet. Automatisch werden die Haare dann in Haarwuchsrichtung getrocknet, was erstmal die Struktur sehr schön glatt macht und glänzend macht und auch wieder die Haare nicht zu sehr beansprucht. Und ihr werdet merken, wenn ihr damit mal eure Haare gestylt habt, allen Kunden, bei denen ich das erste Mal gemacht habe, waren sehr fasziniert. Die Haare fühlen sich anders an und es hält vor allem auch relativ lange. Und auch wenn ihr Haare habt, die dazu neigen, dass die Frisuren oder Locken und anderes sich schnell aushängen, dann bleibt immer noch ein bisschen Rest übrig. Also es ist dann nicht ganz glatt. Und vor allem die Struktur ist immer noch schön geglättet und glänzend. Aber man sieht, dass ihr etwas anderes mit euren Haaren gemacht habt. Und um wirklich auch mal ein bisschen Volumen und lockige Styles auch bei feinen Haaren hinzubekommen, erzielt man mit dem Dyson Airwrap einfach die besten Ergebnisse. Zugegeben, er ist teuer. Ja, aber es ist ein Föhn, mit dem man mehrere Styling-Schritte machen kann und man spart auch das ein oder andere Gerät, wenn man den hat. Ihr könnt ihn ja auch als Föhn benutzen, auch da ist er sehr schonend zu den Haaren und als Styling, Lockenstab und anderes, obwohl Lockenstab würde ich ihn nicht bezeichnen, aber es ist schon ein Investment, was sich lohnt, denn man kriegt viele Styles hin und er ist dabei sanft zu den Haaren. Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was sind denn eure Tipps und Tricks für feine Haare oder eure favorisierten Produkte, die ihr gerne nehmt? Schreibt es gerne mal bitte unten in die Kommentare und dann bedanke ich mich an der Stelle und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.